Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Fortnite und den Perseus Bonuszielen. Dieses Mal Teil 2. Dort müssen wir wieder 7 Spiegelsplittermarken sammeln und kriegen dadurch quasi 7 Level. Und wir gucken uns dieses Mal natürlich an, wie Dinge aussehen, wo wir sie finden und optimal welche Route wir laufen. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, wir sind hier bei Grimgate, haben hier schon mal die erste Marke und ich würde sagen, zack. Nicht lange fackeln, gleich weiter. Bei Grimgate ist ja immer, wie wir wissen, gut besucht. Wir müssen hoch. Quasi in die Richtung. Ach, da hinten. So, ich hätte gerne. Ja, das hier. Ich gerne. Hi. Ich bin nämlich ohne Waffen, Freunde. Das ist gerade nicht so cool. Au. Ich werde dann dort. Huch. Hier im Zoo liegt ein Corona. Ja, die kann ich doch nicht gebrauchen. Wir entfernen uns von Green Gate tatsächlich. Ich dachte eigentlich, wir gehen hoch Richtung Underworld. Aber gut. Hier müssen wir noch 5 von 7. Na gut. Mit 14 Punkten das Ganze überlebt. Es sei denn, uns kommt wer entgegen. Das wäre jetzt fatal. Zack. Und die letzte ist da drüben irgendwo. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Achso, ja, los. Ganz tief entspannt, hier mal kurz einmal ums Eck. Und wir haben hier die nächste Marke, wir müssen hier hoch. Und wahrscheinlich wird es dann beim nächsten Mal hier weitergehen. Und ich würde sagen, Freunde, das waren die 7 Level. Wir haben die Tarnung bekommen. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.